Okay. Schauen wir uns mal das Terminal an. Was hat er denn so an Nachrichten bekommen? Eine Nachricht von Dr. Brysons Tochter Anne. Sehr gut. Laut meinen Informationen hat sie für ihren Vater gearbeitet. Ja, wissen wir doch. Ich bin an der Ausgrabungsstätte im Pylos-Nebel. Projekt Scarabeus ist ein Erfolg. Ich habe noch ein Artefakt, so wie das von Garneau. Ich glaube, es kann das Verhalten beeinflussen. Du musst das in deinem Büro abschirmen. Ich wollte Garneau warnen, komme aber nicht durch. Reaper-Kundschafter nähern sich dem Hauptlager. Ich gehe zur Sekundärausgrabung, um die Forschungsergebnisse zu retten. Anne Bryson wollte Garneau auf der Asteroidenkolonie kontaktieren. Sie scheint etwas über das Artefakt zu wissen. Die könnte unser letzter Link zum Leviathan sein. Wenn sie auch noch drauf geht, dann könnte es äußerst schwierig werden, den Leviathan zu finden. Sie klang besorgt. Völlig zu Recht, wenn Reaper-Truppen im Anmarsch sind. Hoffentlich sind wir vor ihnen bei ihr. Sie sagte, sie sei im Pylos-Nebel beim Projekt Scarabeus. Es gibt in diesem Cluster mehrere Systeme. Ich rufe den Nebel auf der Galaxiekarte auf. Wir könnten auch das Labor nach Hinweisen auf ihre Position durchsuchen. Na klar, das machen wir. So, schauen wir gleich mal hier oben. Hier ist erstmal nichts weiter. Wieder dasselbe Spiel wie vorhin im Prinzip. Wir müssen wieder die Links herstellen zwischen den einzelnen Punkten. Können Sie das identifizieren, Edie? Es stammt von einer Prä-Raumfahrtkultur, aber davon gibt es im Pylos-Nebel keine. Ich finde auch schön, dass da Höhlenmalerei dran stand. Das, also zwischen Höhlenmalerei und Prä-Raumfahrtkultur ist noch ein kleiner Bereich, ein kleiner Zeitrahmen. Ich meine, das waren bei Menschen auch ein paar tausend Jahre. Achso, das Fragment. Die Reaper. Hoffentlich finden wir Anne vor ihnen. Kriegen wir schon hin. Das wird schon. Sind das die Schiffe, die Dr. Bryson und sein Team benutzt haben? Ja. Wenn wir herausfinden, mit welchem Schiff Anne Bryson zum Projekt Scarabeus geflogen ist, hilft uns das vielleicht weiter. Sind das die Schiffe, die Dr. Bryson und sein Team benutzt haben? Ja. Wenn wir herausfinden, mit welchem Schiff Anne Bryson zum Projekt Scarabeus geflogen ist, hilft uns das vielleicht weiter. Ich habe jetzt aber auch auf die Schiffspläne geklickt, oder? Sind das die Schiffe, ja, die Dr. Okay, Bryson Verzeihung. Und sein Team benutzt haben? Ja, wenn wir herausfinden, mit welchem Schiff Anne Bryson zum Projekt Scarabeus geflogen ist, hilft uns das vielleicht weiter. Okay, ich will jetzt eigentlich nicht nochmal draufklicken. Ah, okay, das sind drei Schiffe und wir müssen jetzt rausfinden, welches davon es ist. Was haben wir denn hier? Monster von Loch Ness. Plesiosaurier. Monster von Loch Ness ist interessanter. Interessant und nicht existent. Sehr gut. Okay, hier ist noch was. Einsatztruppe Aurora, aktuelle Reiseanforderungen, Projekt Basilisk, Teamleiter Alex Garneau, Transportmittel MSV Kirkwall, Projekt Scarabeus, Teamleiterin Anne Bryson, Transportmittel MSV Icarus. Anne Bryson war auf einem Schiff namens Icarus. Oder Icarus, wie auch immer. Kann sie seine Bewegungen verfolgen? Nein, die Reaper stören alle zivilen Kombaken. Aber vielleicht erfahren wir mehr, wenn wir die Spezifikationen des Schiffs kennen. Ja, die schauen wir uns gleich drüben am Terminal an. Gesehen? Ja, ja, sehr gut. Schauen wir uns gleich drüben am Terminal an. Ich schaue erstmal hier rein. Könnte es sein, dass Projekt Scarabeus etwas mit Element Zero zu tun hat? Unwahrscheinlich. Der Projektausrüstungsschrank ist vielversprechender. Okay. Werden wir gleich nachschauen. Erstmal checken wir hier, wie es mit der Icarus so aussieht, bei den technischen Daten. Die Icarus. Und weiter geht's. Das Schiff hat verbesserte Zellen zur elektrostatischen Entladung, wie man sie bei langen ÜLG-Flügen einsetzt. Also sind sie über ein Massenportal zum Pylos-Nebel gesprungen und dann in ein anderes System weitergeflogen. Ja, denn sonst hätten sie ein günstigeres Schiff gechartert. Okay, dann können wir das Portalsystem ausschließen. Das ist jetzt nicht so überraschend, finde ich. Okay, schauen wir mal, wo der Ausrüstungsschrank für das Projekt ist. Hier, okay. Der Schrank ist gesichert. Wir brauchen eine Zugangskarte, um ihn zu öffnen. Och nö. Wo nehme ich denn die jetzt her? Was ist mit der kriminellen Aktivität im Pylos-Nebel? Da das Gebiet zur Attika-Traverse gehört, sind die Berichte bestenfalls unzuverlässig. Ja, ich glaube auch nicht, dass es jetzt so interessant ist, die kriminelle Aktivität hier dabei. Ist das unsere Karte? Zugangskarte für den Ausrüstungsschrank? Ja,
sehr gut. Den Daten zufolge wurde er zuletzt von Anne Bryson benutzt, um Ausrüstung für das Projekt Scarabeus zu erhalten. Schauen wir doch mal rein. Wollen doch mal sehen, was Anne Bryson für das Projekt Scarabeus angefordert hat. Oh, nett. Bisschen Ausrüstung für uns auch noch mit, das ist ja schön. Keine Atemmasken. Wasseraufbereitungsgerät? Basierend auf dem, was Anne Bryson angefordert hat und was nicht, war die Ausgrabungsstätte trocken, aber bewohnbar. Geben Sie mir einen Filter für Systeme mit kompatiblen Planeten. Okay. Werfen wir mal einen Blick rein. Aufgrund der Suchdaten muss es eins von diesen beiden Systemen sein. Und jetzt werden wir es wahrscheinlich ganz eingrenzen können. Den Daten zufolge bleibt nur ein System als Möglichkeit übrig. Gut, holen wir Anne Bryson. Wunderbar. Kriege ich eine Aktualisierung oder wie sieht's aus? Wer weiß, werde ich bestimmt noch kriegen. Schließlich will ich ja wissen, in welches System ich muss. Wartet mal, welche Taste war denn das? Ich mach's mal so. So, wo haben wir es denn? Hier oben Omega? Ne, Omega ist uninteressant. Hier, Leviathan und Bryson finden. Durchsuchen Sie den Pylos-Nebel. Ja, das ist ja schön. Ich will aber mal wissen, in welches System ich muss von den beiden. Das stand jetzt hier nämlich nicht mit dran. Beziehungsweise, ich kann es nicht lesen. Oder? Steht da irgendwas, was man lesen kann? Ich glaube nicht. Vielleicht kriegen wir die Info ja noch. Gut, ich glaube, hier sind wir soweit fertig. Dann machen wir uns mal auf den Weg in den Pylos-Nebel, um wenigstens die Tochter von Dr. Bryson zu retten. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Wir können ja nicht schon wieder zu spät kommen. Okay. Los geht's. Schauen wir uns mal ein bisschen um im Pylos-Nebel. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt dazu hin müssen. Irgendwo hier drüben, oder? Ist es das hier, was leuchtet? Ja. Schön. Okay, da sind wir auch schon. Hier ist es ja nicht, aber wir werden trotzdem mal auch hier noch mit scannen. Signal bestätigt. Ah, sehr gut. Ich dachte mir auch schon, dass es auch hier was gibt. Okay, was haben wir denn da Schönes? Machen wir gleich noch ein bisschen Scan-Action mit nebenbei. Jupiter-Abhandlung, okay. Scheint ja ein ganz neues System zu sein, ne? Dem haben wir bisher noch nicht, wie es aussieht. So, ja, mit dem Treibstoff könnte jetzt ein bisschen schwierig werden. Ich glaube, da ranzukommen dürfte ein bisschen kompliziert werden. Es sei denn, ich werde oben bei dem Reaper ausgelassen. Was nicht der Fall ist. Ich werde nur bei den anderen zweien direkt rausgeworfen. Ausweichen erfolgreich. Nö, das gestehen sie mir nicht zu. Schaffe ich nicht. Naja, was soll's. Reaper umgangen. Machen wir erstmal rüber. Wir müssen auf jeden Fall hinter ins Zaerin-System. Aber ich will natürlich alles untersuchen. So, erstmal wieder den Planeten am Rande. Oh, hier scheint keiner zu kommen. Ich habe etwas gefunden. Wenigstens hier gibt's keine Reaper. Das ist doch schon mal schön. Haben wahrscheinlich keinen Bock gehabt, vom Massenportal wegzufliegen. Kann ich auch irgendwo verstehen. Strahlungsschild Ummantelung. Okay. Das klingt wichtig. Haben wir auch noch ein bisschen Treibstoff für unterwegs. Und dann geht's auf ins eigentliche Zielsystem. Nach Zaherin. Gut, was gibt's denn hier Schönes? Signal bestätigt. Schauen wir uns gleich an. Ich schau noch mal ganz kurz, was wir hier sonst noch so haben. Ob irgendeiner der anderen Planeten vielleicht auch noch will? Nein. Aber Treibstoff haben wir doch bestimmt hier auch noch, oder? Gibt's doch eigentlich fast immer einen Treibstoff. Ja, na klar. Einen Treibstofflieferanten, ein Treibstofflager, ein Treibstoffvorkommen, was auch immer. Wunderbar, da sind wir dann nämlich auch gleich wieder voll für die Rückreise. Und jetzt geht's auf nach Namakli. Namakli ist ein trockener, aber bewohnbarer Planet, ganz so wie wir es brauchen.
der kurzzeitig von der Pyrena Corporation oder Pyrena Corporation, einem Konsortium aus Asari-Kolonisten und gesellschaftlich eingegliederten Vorcha-Arbeitern kolonisiert war. Das ist ja auch eine geile Mischung. Asari und Vorcha? Nach einem wirtschaftlichen Absprung verließen jedoch viele Asari den Planeten und die Vorcha-Population wuchs bis zu einem Punkt, an dem sie sich schneller vermehrten, als sie ausgebildet werden konnten. Sie wurden schon bald gewalttätig und unkontrollierbar, bis sich die Kolonien quasi selbst zerstörten. Heute ist Namakli eine Ödnis mit geringer Population, in der sich Vorcha-Meuten über die Wüsten verstreuen. Die häufigen Zusammenstöße zwischen Siedlern und diesen Meuten sorgen dafür, dass nur geringes Interesse an einer Neukolonisierung besteht. Der Mangel an komplexer Flora und Fauna sowie die Knappheit an profitablen Metallen waren die letzten sprichwörtlichen Nägel für Namaklis Sarg. In den vergangenen Jahren ist niemand auf den Plan getreten, der über den Willen, die finanziellen Mittel oder die Feuerkraft verfügte, um eine dauerhafte Kolonie zu gründen. Wunderbar. Was haben wir denn hier an Bevölkerung? Steht gar nicht da. Auch gut. Na gut. Schauen wir uns mal an, was wir für N tun können. Beziehungsweise wo wir sie finden können. Das wäre ja erstmal ganz schön. Aber wir sind ja zum Glück top ausgestattet auf der Normandy und finden alles mit unserem Scanner. Suche erfolgreich. Auf den Scans sind einige abgeschirmte Habitate sowie eine aktive Energiequelle zu sehen. Zur Bestätigung ist eine genauere Untersuchung erforderlich. Wir haben Anne Brysons Ausgrabungsstätte lokalisiert. Na dann wollen wir mal. Okay. Wen nehmen wir mit? Ich würde sagen... Ich nehme Javik und... Nehmen wir mal Liara mit. Warum nicht? So, bei Javik brauchen wir auch uns gar nicht weiter um die... Ja, um die Bewaffnung brauchen wir uns sowieso eigentlich nicht kümmern. Um die Punkte zu kümmern, aber bei Liara müssen wir das natürlich machen. Die Stase können wir noch ein bisschen verstärken. Bonuskraft. Setzen Sie zwei Kräfte hintereinander ein, indem Sie der ersten Kraft eine Chance von 30% gewähren, keine Abklingzeit auszulösen. Klingt gut. Oder schnelleres Aufladen. Naja, aber da das ja... Ich gehe lieber aufs Aufladetempo. So, setzen Sie eine Staseblase frei, auch ein geiles Wort, Staseblase, die Feinde festhält, die Sie betreten. Oder Verwundbarkeit erhöht jeden Schaden am Ziel um 50%, verursacht 35% mehr Schaden, bevor Stase abklingt. Machen wir das mal. Okay, damit sind auch alle Punkte weg. Dann kann es ja losgehen. Wir wissen, dass eine Gruppe von Wissenschaftlern angegriffen wurde. Richtig. Edi, können Sie uns mehr sagen? Das ist das Hauptlager einer Reihe von Ausgrabungsstätten, die Dr. Garrett Bryson eingerichtet hat. Die Leitung des Projekts hat seine Tochter Anne. Sie hat vor kurzem ein weiteres Artefakt mit möglichem Bezug zu Leviathan entdeckt. Diese Entdeckung muss die Stätte zu einem Ziel gemacht haben. Ja. Der Angriff bedeutet, dass die Reaper uns einen Schritt voraus sind. Wir müssen uns beeilen. Und da Brysons Tochter unsere einzige Spur ist, haben wir ein klares Ziel. Cortez? Bislang nichts, Commander. Wenn sie da unten ist, hat sie auf unsere Funksprüche nicht geantwortet. Aber ich empfange seltsame Signale. Moment. Das Artefakt, das sie entdeckt hat, könnte Probleme gemacht haben. Wer weiß, was wir finden werden. Okay, bringen Sie uns näher ran. Verstanden. Heuschrecken. Hier sind Feinde! Bringen Sie uns rein! Commander, auf der Landeplattform! Die Heuschrecken schwärmen schon herum. Achtung, Shuttle! Hier spricht Dr. Anne Brighton. Wir werden angegriffen! Nein, wirklich! Okay, dann also... Mehrere Feinde registriert! Bringen Sie uns rüber! Negativ, zu heiß! Fliege untere Plattform an! Festhalten! Jetzt! Los! Springen! Okay, das kann ja was werden. Ja, ich weiß ja. Das ist keine Ausgrabungsstätte, das ist ein Kriegsgebiet. Bewegung, sie ist irgendwo über uns. Hallo? Ist da jemand? Ich komme runter. Nein, bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin Commander Shepard von der Allianz Navy. Es ist zu gefährlich. Wir kommen zu Ihnen. Ja, okay. Nehmen Sie den Fahrstuhl auf der anderen Seite. Wenn wir es bis dahin schaffen, ja. Gibt's denn hier unten was für uns? Nicht wirklich, ne? Weg da. Gut, dann gehe ich auch gar nicht erst runter, glaube ich.
Na klar, lass uns dort mal anklettern. Gute Idee. Das kann ja super werden. Shepard hat wieder die großartigsten Ideen heute. Aber gut, dass wir hier wenigstens rauskommen. Commander, Sie sind überall hier oben. Können Sie sich irgendwo verstecken? Ich versuch's. Tun Sie das und bleiben Sie dann dort. Hallo, meine Freunde. Wir haben uns doch schon lange nicht mehr gesehen. Kannibalen hatten wir wirklich schon eine Weile nicht mehr, ne? Ah, nicht doch. Sei mal nicht so frech hier. Okay, hier war was. Weitere Feinde von hinten? Wen haben wir denn da? Oh, hallo. Ach, interessant. Sieh mal einer an. Hier haben wir auch direkt Höhlenmalereien. Und eine neue Waffe. So, nehmen wir natürlich gern mit. Jetzt aber weiter hier. Was passiert denn eigentlich, wenn wir da draufballern? Ich habe es satt, dass die Reaper das immer wieder machen. Suchen wir einen anderen Weg! Hey, was genau? Uns angreifen, meinst du? Weg mit dir. Okay, dann... Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir einfach mal diese wackelige Stellage hier verlassen. Könnten wir vielleicht erstmal das hier wegräumen? Dankeschön. Es ist mir nicht so lieb, wenn ich da dran vorbeigehen muss. Ja, das Kontrollterminal sieht ein bisschen kaputt aus. Ist auch interessant hier. Steuerung funktioniert nicht. Jemand muss sie reparieren. Jawohl, Commander. Die Verdrahtung hat versagt. Dauert einen Moment. Echt, Jarvik? Ich hätte ja idealerweise eher Liara gesagt. Aber gut, warum nicht? Du kriegst das schon hin. Nein, warum denn immer nur die Banshees? Es ist so schrecklich. So, da können wir mal mit dem Warp und dem dunklen Kanal ankommen. Oh, ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Mann, 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 Mann. Es gibt keine Gegner, die ich so sehr hasse. Banshees sind so nervig. So, jetzt dürft ihr mal hier wieder angreifen. Immer drauf auf die dumme Kuh. So, läuft doch. Die Brücke ist oben. Na gut, weiter geht's. Der Fahrstuhl kann nicht weit weg sein. Ja, wahrscheinlich irgendwo auf der anderen Seite dieses Containers, ne? Was ist das für ein Gerabbel hier? Wer weiß. Ist da unten jemand gelandet? Auf nach unten. Schauen wir es uns doch an. Okay, haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Nee, ne? Sieht nicht danach aus. Oh ja, wieder auf das auf dieses Gestell hier, das schon halb einbricht. Das ist eine gute Idee. Gut, okay, erste Mission geschafft. Fahrstuhl erreicht. Funktioniert nicht. Gibt es einen anderen Weg nach oben? Ich öffne die Kapseltür in Ihrer Nähe. Darüber befindet sich ein Zugangspunkt, Commander. Aber dorthin müssen Sie klettern. Verstanden. Warum können die Fahrstühle nicht einfach mal funktionieren? Na gut. Es hilft ja nichts. Zu Fahrstühlen hinzuklettern hat ja schon irgendwie Gewohnheitsfaktor, ne? Nicht daneben springen, Shepard. Wer ist denn da gelandet? Niemand, wie es scheint, ha? Ah, doch. Hallo. So, ach, die sind oben. Das ist natürlich schlecht. Oh Gott, ja, ich konnte nicht mehr weg. Sorry. Damit rechnet ja auch keiner, dass die oben auf der nächsten Plattform stehen und ich nicht zu denen hinkomme. Gut, machen wir es doch nochmal. So, diesmal sehen wir auch, was ist mit dem Fahrstuhl passiert. Gibt es einen anderen Weg nach oben? Ja, hier. Ich öffne die Kapseltür in Ihrer Nähe.
Okay. Los geht's, neuer Versuch. Diesmal werde ich mich dann vielleicht nicht einfach mal todesmutig reinstürzen. Ich bleibe einfach mal hier. Und sammle ein paar Daten, klar doch. Oh, hallo. Ist sehr sympathisch. Gut. Ich lasse mir mal ein bisschen aushelfen von Javik. Sobald die weg sind, die Verwüster, ist es dann nicht mehr so das Problem. So. Was? Geh mal schön weg hier. Und auch für den hat sich's erledigt. Gut, war mal ein ganzes Stück. Ach du Scheiße. Was geht denn hier ab? Ist ja ein ganzes Stück leichter jetzt gewesen. Ist auch schön wieder die Zeichnung hier drüben, ne? Sieht volle Kanne nach Reapern aus. Okay. Na, hör mal auf, mein Freund. Hör mal auf. Komm, es hat doch keinen Sinn. Leg dich einfach hin. Und du, als wärst du tot. So, mehr... Oh nein, ich soll jetzt nicht darüber klettern, oder? Okay, nach oben. Ich dachte schon, ich muss jetzt da drauf klettern. Solche Aktionen hast du in Mass Effect 2 auch schon durchgezogen, ne? Ja, wenn hier alles kaputt ist, kann ich auch nicht schneller. Tut mir leid. Okay, ist es noch sehr weit? Eigentlich müssen wir doch jetzt bald mal oben sein, ha? Huh? Ich glaube schon. Wir haben fast die oberste Ebene erreicht. Okay, das klingt wieder nach... Wow, was? Nach Verwüstern wollte ich gerade sagen, aber irgendwie ja doch nicht. Ach. Ich sehe schon den Rohling, natürlich. Wir haben große Probleme. Hopkins ist verletzt. Sind Sie in der Nähe? Wir machen so schnell wir können. Halt. Und vorbei. Gut. Die Plattform kommt runter. Was? Außenrum. Wir gehen außenrum. So. Wo ist denn hier außenrum? Ach, über das, was bald wegbricht. Natürlich, sehr gut. Ich freue mich. Nein, nein, Boyles! Runter! Oh Gott! Oh, was? Was war das denn? Kirkwood und Boyles wollten weglaufen. Die Reaper haben sie erwischt. Alter. Sie sich nicht, bis wir da sind. Hier ist was los, meine Güte. Ist ja echt der Hammer. Schande. Natürlich, warum nicht? Lass uns auch noch gegen die Heuschrecke kämpfen. Warum? Womit habe ich das denn jetzt verdient? Ach, von hier kommt das. Na warte, mein Freund. Flankieren ist nicht, Kollege. Flankieren ist nicht. So. Die Heuschrecke hat sich verzogen. Na, von mir aus. Ja, ja, sehr gut. Ich gehe ja schon in Deckung. So. Nimm mal diesen ekligen Klotz hier weg. Gut, das hätten wir. Ich schaue mich mal hier um. Ihr könnt derweil noch ein bisschen weiterkämpfen. Aber hier gibt's sowieso nichts. Doch. Wagst du es? So. Oh, was? Schön die Klappe halten, ja? Okay, kommt ihr? Oder braucht ihr noch eine Einladung? Ich mache einfach mal weiter. Die werden schon hinterherkommen. Wie weit nach oben geht denn das hier noch? Das ist ja schrecklich. Nichts mehr hin! Okay, sind wir gleich hier oder? Nee, ne? Von unten. Na gut. Ich scheiße jetzt auf alle Gegner, die hier noch irgendwie kommen. Ich mache jetzt einfach gleich zum Fahrstuhl hin.
Aber die Daten nehmen wir natürlich noch mit. Und das Medikit. Halt, hier ist es ja schon. Können wir? Fahrstuhl ist online. Wir kommen rauf. Bitte beeilen Sie sich. Ich glaube, Hopkins ist tot. Er wollte weglaufen. Ich habe ihm abgeraten, aber er wollte den anderen helfen. Wo sind nur alle hin? Wahrscheinlich tot. Tut mir leid. Es tut mir leid. Sie haben es nicht geschafft. Doktor, Sie müssen mit mir kommen. Oh Gott. Ja, natürlich. Ich war an einer anderen Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Ich kam so schnell wie möglich zurück, aber was geht hier vor? Commander, sehen Sie! Ich bin nicht sicher, aber es könnte etwas mit diesen Bildern zu tun haben. Ist das Leviathan? Ja, wir glauben schon. Er ist alt. Viel älter, als mein Vater dachte. Dort scheinen die Eingeborenen unter seiner Macht zu stehen. Ganz klar ein Reaper. Aber er handelt allein. Anders als alle Reaper, die wir kennen. Doktor, Sie haben doch vor kurzem etwas gefunden. Das Artefakt? Ja, natürlich. Unglaublich. Es ist gleich da vorn. Es klingt seltsam, aber ich glaube, es beeinflusst das Verhalten. Ich hatte bislang nur wenig Zeit zur Untersuchung. Überhaupt nicht seltsam. Haben Sie was gefunden? Nicht viel, aber ich weiß etwas über die Energie, die es erzeugt. Runter! Was machen die da? Sie haben es irgendwie aktiviert. Ich habe noch nie etwas... Doktor? Sie wissen zu viel. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Shepard! Ausschalten! Jawohl, Commander! Sind Sie okay? Cortez, wir haben Anne Bryson. Holen Sie uns raus! Bin unterwegs, Commander! Verstanden! Wenn Sie das Shuttle sehen, laufen Sie los. Nicht zurückschauen. Okay, ja. Dann räumen wir mal auf. Also ein Reaper. Ach nee, nicht schon wieder eine Heuschrecke. Ihr wollt mich doch verarschen. So, gehen wir mal erst auf die Heuschrecke. So, okay, wir müssen die sogar töten diesmal. Ich glaube, das ist die von vorhin, oder? So, hat sich erledigt. Kein Ding. Gut, ich schaue noch mal ganz kurz, ob wir hier noch irgendwas für uns haben, was interessant sein könnte. Ich glaube es aber bald nicht. Schön. Das ging gut ab. Na, wo bleibt denn Cortez? Okay, wir müssen bloß noch zu dir irgendwie runterkommen. Das ist das Problem. Okay, aber das lässt sich ganz gut einrichten. Das machen wir einfach mal so. Und ab dafür. Also, ich bin da. Ugh.